ballert. Vielleicht sollte ich meine Sichtweite auf 2 Chunks stellen und dann laggt's immer noch. Vielleicht sollte ich sie nicht auf 50 stellen. Ja, drücke E, um dein Inventar zu öffnen, Digga, halt's Maul. Ich weiß, wie Minecraft funktioniert. Minecraft, genau. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Q&A mit Bernd und mir. Yippie. Ja, ich beantworte heute eure Fragen. Ja. Ja, das ist alles, was ich heute machen werde. Ja, die erste Frage kommt von Unfall. Und er hat gefragt, wie heißt du? Irgendwas mit S, oder? Er heißt Stefan. Ja, Ibims, der Stefan. Ich glaube, das habe ich schon so 10.000 Mal gesagt in Videos, aber ich heiße Simon. Simon. Nicht Stefan. Herobrine, was laberst du für eine Scheiße? Die zweite Frage von SF1GHG. Welches Sternzeichen bist du? Er ist Fisch. Nein, also... Nein, ich bin nicht Fisch. Ich bin Schütze. Nicht Fisch. Also eigentlich wäre ich jetzt Schlangenträger, aber... Schlangenträger, das ist so ein Schmutz. So, die nächste Frage von Vorname, Nachname. Warum ist der eigentlich immer bei den Q&As dabei? Er hat gefragt, wie groß bist du? Er ist 1,20 groß. Das stimmt jetzt mal so nicht. Da bin ich ja größer. Ja, warte, ich gehe kurz mal gucken, wie groß ich bin, warte. ...3000 Jahre später. 1,72. Ja, ne, da ist Vorname, Nachname auch nicht mehr größer. Die nächste Frage von Soslil Saas. 1. Die 1 ist wichtig. Und zwar hat er gefragt, wann bist du endlich Combo GM, also Grandmaster? In 5 Jahren? Warum so lange? also ich bin tatsächlich schon Combo Großmeister, wie ihr hier sehen könnt. Das Short habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, weil ich dieses Q&A wahrscheinlich erst in ein paar Jahren hochladen werde. So, die nächste Frage, Aussage, keine Ahnung was, von Xonagy. Was war dein Zeugnisdurchschnitt vom Halbjahreszeugnis? Wenn es schlechter als 2,7 ist, musst du mir 10 Euro geben. Also, krieg ich denn 10 Euro von dir, wenn es besser ist als 2,7? Weil es war 2,5. So, also, ne? Gib mal 10 Euro jetzt. Die nächste Frage von SyXD. Magst du Funk genauso gerne wie Xonagy? Ja, ja. Und die letzte Frage von Xonagy. Was sagst du zu der Situation mit den YouTube-Bots? Also er meint die Bots mit den komischen Profilbildern, die komische Videos hochladen. Also dazu sage ich nicht so nice. Weil YouTube sich so denkt, yo, wir machen mal nichts dagegen. Was ist das hier? Ja, also YouTube hat gesagt, die machen im Moment was dagegen, aber keiner weiß, was die im Moment dagegen machen, weil bisher noch nichts dagegen gemacht wurde. Ey, yo. Digga, ich wollte gerade Verabschiedung machen, ne? Jetzt schreibt mir irgendjemand auf Discord. Warum? Oh, war dein Schnitt besser als 2,7? Ja. Hehehe. Krieg ich jetzt 10 Euro? Ja, Leute, das... Na, hör mal! Ey, nee, das war ja nur ein Scherz im Kommentar. Du... kleiner Hu. Ja, Leute, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ja, stellt unter diesem Video auch gerne Fragen für ein nächstes Q&A. Das kommt dann wahrscheinlich wieder in einem halben Jahr oder so. Keine Ahnung. Und damit bis zum nächsten Video. Bis dahin und...